So, wir schauen uns jetzt Mustihaft an. Diese TikTok-Werbung müssen aufhören. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Mustihaft hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir hatten vor kurzem ein Video gemacht über YouTube Shorts. Da gab es eine bestimmte Szene von so einem Werbevideo von irgendeinem Restaurant. Blend das einfach mal ein an dieser Stelle, wenn es geht. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Ich habe kein Konto und kein Geld, weil ich obdachlos bin. Oh, das klingt gar nicht gut. Da haben die Bruder, diese Videos, ne? Bruder, die schlimmsten Videos sehe ich in letzter Zeit mit irgendeinem Burgerladen. Bruder, du kannst irgendwie in den Burgerladen und wenn du schaffst das und das, Bruder, da kriegst du irgendwie da die Bestellung oder irgendwas. Ich küsse dein Herz, Bruder. Jedes Mal sehe ich diese tote Werbung. Einfach einen Fake-Obdachlosen genommen. Und noch schlimmer, Bruder. Es gibt so Videos nach dem Motto, wenn das Video irgendwie 1 Million Likes macht, dann bekommt er ein iPhone oder so. Oder der bekommt das und das. Ich küsse dein Herz, Bruder. Weder das Video wird 1 Million Likes machen, noch bekommt der Typ sein iPhone. Bruder, hört auf damit. Getan, als ob sie ja, ihnen helfen würden, wurden dann in den Kommentaren Helden genannt. Seit diesem Tag hatte ich schon so Hasskicks auf diese Street-Werbevideos, dass ich das mal überhaupt in einem Satz zusammenbilde. Ne? Und ja, ich dachte mir die ganze Zeit, ich muss darüber ein Video machen, weil es mich langsam extrem ab, Bro. Ja, und deswegen sind wir hier, Digga. Also, dass man solche Videos faked, ist ja wirklich sehr, sehr komisch, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich. Also, es gibt so viele Methoden, um deinen Laden einfach groß zu machen. Warum musst du Videos faken und Leute auf der Straße... Weißt du, was ich meine? Warum musst du Leute auf der Straße finden und die drauf ansprechen und sagen, hey, kannst du so tun, als ob... Bruder... Geh doch zu Menschen auf der Straße, lass sie deinen Burger testen oder sonst was. Mach keine ADHS-Scheiße vor der Kamera. Fragen dir einfach einen Fake-Obdachlosen. Hey, bist du obdachlos? Stell dir mal vor, ich würde sowas machen. Hallo, haben Sie eine Behinderung? Ihr wisst bestimmt nicht, wie ernst ich das meine. Deswegen würde ich einfach sagen, wir fangen direkt an, Digga, mit dem ersten Video. Was wollt ihr haben? 13 Euro, 10 auf. Anik, oh mein Gott. Bruder, das habe ich auch gesehen. Da reden die extra so richtig cringe, die zwei Mädels hier. Locker, keine Ahnung, 19 Jahre. Und Bruder, ich wette meinen Arsch darauf, dass die zwei nicht mal bewusst so geredet haben. 100%. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch noch nicht mehr. Das war ich auch für uns alle. Ein bisschen beeilen, ich habe heute Abend noch ein Date. Okay, dann komm mal mit. Wie stellst du dir denn dein Traumdate? Ein bisschen beeilen, ich habe heute Abend noch ein Date. Das Mädchen ist 10 Jahre alt. Ey, ich glaube, die meisten von euch müssten wissen, wenn ihr nicht behindert seid. Dass das gestellt ist, dass das Mädchen hier an dieser Stelle Sachen zugesagt bekommt von dieser anderen, von diesem Mädchen mit dem Mikrofon und dass sie dann einfach diese Sachen nachspricht. Aber ich werde gleich nochmal ansprechen, was für ein großes Problem ich darin sehe. So 21 Kurse mit Döner, mit Ayran und Meckes auf seinen Nacken. Hört sich super an. Hört sich super an, ja normal, weil du es angesprochen hast, du behindert. Siehst du, so, genau das meine ich, Bruder. Frau. Das meine ich doch. Sollt ihr eigentlich Geschwister? Ja, leider. So, hier einmal. Ey, Real Talk, ne? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der noch nie bei Wonder Waffle das gegessen hat. Sag mir bitte, ich bin nicht der Einzige, Bruder. Essen? Kann ich mir sonst noch irgendwas Gutes tun? Noch ich will nie. Ein iPhone. Ein iPhone? Okay. Ich will ein iPhone. Digga, wie random! Stell dir mal vor, Digga, du kommst einfach essen und sagst auch noch, ich will ein iPhone. Guck mal jetzt, was sie drauf antwortet. Wenn das Video 100.000 Likes bekommt, dann kaufe ich dir ein nagelneues iPhone. Danke, Digga, auf Lord. Danke, Digga, auf so tot, Bruder. Genau davon habe ich gerade geredet. Ich kann das nicht, Bro. Ich kann das nicht. Mein Schuh ist schon kaputt, Bruder. Warum muss ich den noch mehr kaputt machen? Danke, Digga, auf... Lock. Und dann schreiben auch noch Leute in die Kommentaren, das ist eines der Probleme, was ich meine, wie cringe die Kinder doch sind und oh mein Gott, wie kann man so reden, ohne zu wissen, dass das denen halt alles vorgesagt wird. So, aber ich komme gleich 100%. Noch mal dazu, warum das zu einem noch größeren Problem werden kann. Hi Jungs, wie viele Taschen... Mann, ich verlängste, wenn du bist, geh mal weiter. Digga, was für eine schnelle Reaktion hast du, dass du bei Hallo, wie geht's euch direkt antwortest mit... Komm mal, geh mal weg. Ja, beruhig dich mal, Bro. Das ist doch das gleiche Mädchen. Die werbt jetzt diesmal für einen anderen Burgerladen. Holy sch. Kein Wunder, Digga, dass solche Videos von der kommen. Okay, wie würdet ihr es empfinden, wenn ich euch jetzt alles kaufe, was ihr wollt? Boah, das wäre brutal. Okay, dann. Jetzt auf einmal ist es brutal, Digga. Was machst du denn da mit deinem ganzen Taschengeld? Ich könnte dich zum Beispiel zum Essen einladen. Bruder, da sind's eher. Essen?
Es wird cringe, Bro. Ich kann nicht. Und es ist nicht cringe, weil es von dem Jungen kommt. Weil ich weiß, er meint es nicht ernst. Ihm wurde es gesagt. Ich kann es zu essen, Alter. Ammanak, Digga. Ey, Wanda. Junge, wer schreibt solche Scripts? Wer schreibt solche Scripts, Bro? So, hier einmal eure Bestellung. Folgst du uns denn schon? Ja, normal. Zeig mal. Ja, perfekt. Dann gehören diese 30 Euro jetzt dir. Schmeckt. Bruder, Walla, ich kann das einfach nicht, Digga. Wenn ich solche Videos sehe, ich bekomme noch mehr Hass auf solche Läden, als dass ich da, weißt du, normalerweise hingehen würde. An alle Leute, die irgendwelche Läden haben, bitte macht das nicht. Macht nicht solche crazy Shit-Videos, Bruder. Bitte macht solche cringe Videos nicht. Dann, keine Ahnung, verschenkt lieber etwas auf... Checkt ihr, was das Problem dahinter ist? So, dadurch, dass es gestellt ist bei irgendwelchen Kindern, nehmen wir mal an, ich bin Unternehmer und gehe jetzt zu einem hin und sage, ey, sag das und das, da kriegst du das und das und so, weil Kinder sind manipulativ, so. Das Problem dahinter ist, auch wenn das gestellt ist, einerseits, die kleinen Kinder, die das auf TikTok sehen, die lassen sich davon manipulieren, die lassen sich davon mitziehen und fangen auch an, automatisch irgendwann so zu reden, Bruder. Das ist das Schlimmste dahinter. Einer ist das Opfer und 100 ziehen mit, Bruder. Auf der Straße spricht Menschen ganz normal an. Hey, was findet ihr besser, das oder das? Aber what the f***, was ist diese gescriptete Scheiße? Was brauchst du gerade am dringendsten? Ich würde gerne mit meinen Freunden einfach laufen gehen. Ja. Ich hab Spaß gemacht mit Rollstuhl. Ich hab eigentlich Spaß gemacht mit Behinderung, aber wir haben jetzt auch noch einen Typen mit Rollstuhl mit ins Video genommen. Scheiße, Walla, ich hab Spaß gemacht. Gehen. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Damit. Oh! Na, Bro! Na! Was passiert hier? Ich sag einfach, ja, das... Geht, glaube ich, nicht. Du Untermensch. Walla, du Stück Scheiße. Das ist so hart, Digga. Haben die jetzt einfach einen behinderten Menschen mit ins Video genommen, damit wir denen sagen können, dass er nicht laufen kann? Ich f*** mein Leben, Walla. Ich f*** einfach mein Leben. Die Schule geht's gar nicht gut, Walla. Dir essen gehen? Das würde schon gehen. Ja, auf geht's. Ich habe seit 4 Jahren Multiple Sklerose. Seit 3 Jahren bin ich auf den Rollstuhl angewiesen. Klappt trotzdem ganz gut. Warte mal, soll ich dir irgendwie helfen? Ja, chill, geht schon. Nein, falscher Sound! Was passiert hier? Das war der falsche Sound! Läuft bei dir. Läuft bei dir. Bruder, ich hab... Ich falscher Sound! Darüber Witze gemacht, dass... Ah, Video läuft weiter, Bruder. Menschen, der sogar Influencer ist, als Obdachlosen benutzt haben. Jetzt benutzen die einfach einen random Menschen, der laufen kann, als eine Person mit Behinderung. Bruder, das ist... Spaß gemacht. Mein Call wurde einfach wahr. Mein Call wurde wahr. Wo ist mein verdammtes iPhone? Junge, du hast dich bei die 100.000 Likes geschafft. Das tut mich ein Scheiß, Alter. Ziemlich große Wörter für so einen kleinen Mann. Komm, du hast mal in einen Film rein, der 12 ist. Bruder, die haben jetzt einfach auch das kleine Mädchen ein Mikrofon gegeben. Und da ist einfach so ein random Zwerg, Bro. Ja, ich bin auch ein Zwerg. Witzig. Ihr seid witzig, Digga. Aber, Digga, was passiert hier? Der schreit einfach, wo ist mein iPhone? RTL 2 Show. Boah, Chat, ihr seid so schlimme Menschen, ne? Ich schwör auf alles, Bruder. Ihr seid so schlimme Menschen. Schauspieler sind da viel, viel besser, Bruder. Was ist das für eine Scheiße? Muss man seinen Laden so promoten, Digga? Und, Bruder, weiß ich jetzt nicht. Bis. Sei leise. Das ist eine Frechheit, dass ich kein iPhone bekomme. Würdest du, wenn du uns folgst? Folge ich aber nicht. Ja, dann heul nicht rum. Was willst du haben? Gib mir nicht auf die Eier. Sorry, Paris Hilton. Woher finden die solche Menschen? Jetzt mal ehrlich, Bro. Hier, deine One-Hour-Film. Wo ist jetzt mein iPhone? Ich wollte das einem Kind schenken. Wenn das Video diesmal 100.000 Likes bekommt... Gollum, das hat doch letzte Video auch 100.000 Likes bekommen. Oder nicht? Nein, er hat gesagt, das hat nicht bekommen. Jetzt hat das 100.000 Likes bekommen. Tschüss, okay, jetzt müsste er sein iPhone kriegen eigentlich. Wie teuer war dein Einkauf? Boah, ich glaube, es ist um die 100 Euro. 100 Euro? Dann darfst du... Ey, dieses Mädchen, ne? Walla, die muss gecancelt werden. Es reicht langsam. Ich habe deine ein bisschen zu oft gesehen. Du bist auch bestimmt die Person, die auf diese Videos kommt. Okay. Du jetzt bei uns für 100 Euro alles aussuchen, was du willst. Sei denn, du folgst uns, dann gebe ich dir nochmal 100 Euro bei auf die Hand. Ich glaube, ich folge euch sogar. Ja. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, komm mal mit. Krass. Es ist halt so eine Sache. Stell dir mal vor,
Du wolltest einfach nur bei Frittenwerk irgendwelche Pommes, Mann. Oder du wolltest bei Foodbro einfach nur Burgerbrater, Burger... Keine Ahnung, wie dieser Job heißt, Bürgermeister werden, Bruder. SpongeBob wolltest du werden, Bruder. Keine Ahnung, wie man sich da bewerben meint. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich hier als SpongeBob-Schwammkopf bei Ihnen. Bruder, ich weiß es nicht. Stell mal vor, du wirst einfach auf die Straße geschickt und musst einfach solche gottlosen Fragen stellen, Brudi. Einfach, Bruder, stell dir mal vor, Bruder, du hast so Ausländer als Eltern. So richtig strenge Türken, Albaner, so. So, du darfst dann dahin, du, die sagen so, boah, ich bin stolz auf dich, du arbeitest wenigstens. Ah, nee, Bruder, dann, die sehen solche Videos von dir. Stell dir das mal vor. Wie teuer war dein Einkauf? Und das habe ich auch bei Pinnel angesprochen, auf diesem YouTube-Shorts-Video, was ich da vorhin erwähnt habe. Da ist halt das Problem, du kannst nicht einfach eine random Person auf der Straße ansprechen, die zufällig eine Tüte hat. Weil wenn du dich fragst, yo, wie viel hat dein Einkauf gekostet, könnte die Person loslegen mit, ja, 800 Euro. Ja, dann ist scheiße, ne? Dann ist richtig scheiße, Bruder. Ich weiß, da kann man halt diese Videos nicht mehr machen. Deswegen, ja, sehen wir es als leichter oder einfach einen Schauspieler mit reinzubeziehen, Digga. Keine Ahnung, es ist sehr komisch, Bro. Und alle Kinder in den Kommentaren glauben das und es ist einfach, ich finde das so ein großes Problem, Digga. Dass ihr auch in Düsseldorf seid. Ja, genau, wir machen gerade... Oh mein Gott, krass, dass ihr auch in Düsseldorf... Was antwortet ihr jetzt wahrscheinlich drauf? Lass mich raten, das Gleiche, was Finnel auch geantwortet hat. Eine Tour durch ganz Deutschland und wenn ihr wollt, dass wir auch in eure Stadt kommen, dann teilt das Video mit euren Freunden und schreibt eure Stadt in die Kommentare. Weiß. Die wollten einfach ins Video irgendwie so extra mit einbeziehen, sodass sie jetzt da und da unterwegs sind. Deswegen sagen sie einfach der Schauspielerin, ja, sag mal bitte. Krass, dass sie auch in Düsseldorf. Ja, Retalk, Bruder. Walla, ey, ich... Ach, Bruder, ich kann das einfach nicht mehr, Bro. Und da, guck mal, da schreibt schon jeder in den Kommentaren... Bruder, es gibt wirklich Leute... Bruder, es gibt... Ich glaube fest daran, Bruder. Ich, Emre... 22 Jahre, glaube fest daran, dass es wirklich NPCs auf dieser Erde gibt, Bruder. Es gibt Menschen, die wurden auf die Welt gesetzt, um nicht wie Menschen zu agieren, sondern wie NPCs, Bruder. Ich glaube fest daran. Ich glaube fest daran, Bruder. Das kannst du mir nicht sagen. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Du kannst nicht so ein negatives Video sehen und dann allen Ernstes deine Stadt... Bruder, Danyar der King, Bruder. Ich küsse dein Herz. Die heißt El Medina. El Medina. Leon King, Bruder. Zeit! Zeit! Mein Gott, komm nach Hamburg, Wuppertal, was ist das? Oldenburg, da schreibt jemand sogar Kassel am, oder? Bruder, bitte kommt Zeit. Nicht nach Kassel, bitte. Bruder, kommt nicht nach Kassel, ich warne euch. Glaube, hab auch mal bei sowas kommentiert. Isabel, einmal timeouten, bitte. Und diesmal ist kein Spaß, Bro. Wenn ihr nach Kassel kommt und ich erfahre davon, ich schwöre, Zeit. Ich expose euch. Ich gehe extra vor die Kamera. Ich sage, hey, Walla, das sind Fake. Kommt nicht nach Kassel. Wo ist mein Douglas-Parfüm? Wie, was meinst du? Ihr habt meinen Töchtern versprochen, bei 100.000 Likes bekomme ich ein Douglas-Parfüm. Wirklich? Jetzt macht doch noch die Mama mit. Ja, du Hampelmann. Okay, dann los. Abfahrt. Bist du denn stolz auf deine Kinder? Normal. Ewa. Nein, nicht normal. Nein. Anstatt. Ja, normal. Meine Kinder werden im Internet fertig gemacht und jetzt zu dem eigentlichen Problem, die werden ja nicht als Schauspieler angesehen, ne? Das heißt, jetzt als Beispiel, wenn Aykali bei Aykali etwas Komisches macht, kann sie ja trotzdem in der Schule sagen, ja, es ist mein Job, ich bin Schauspieler bei einer Serie. Den Kindern jedoch wird etwas zugeflüstert hinter der Kamera und die sagen es dann vor der Kamera so, als ob es ihre eigene Meinung ist. Und das wissen die Leute nicht. Und deswegen ist es so problematisch, wenn dann so ein kleines 10-jähriges Mädchen sagt, ich will ein 1,90 Kurden-Digger. Verstehst du? Das ist nicht eine Sache, worauf du stolz sein solltest. Du sollst deine... Oder das ist auch keine Sache, die irgendein kleines Kind sich in dem Alter schon so in den Kopf setzt, weil nur Leute, die schon etwas weiter sind und länger im Social-Media-Bereich sind, wissen, dass das gerade zieht, wenn ihr das sagt. Weißt du, weil ich meine, ein kleines Kind, die 9 oder 10 ist, weiß nicht, wenn die das und das hat, dieses, ich will ein 1,90 Kuren, ich will ein 1,90 Albaner. Weißt du, weil ich meine, die wissen nicht, dass das so krass zieht, ja. Kinder lieber fernhalten vor sowas, weil es Kinder sind, die werden dafür noch gemobbt. So. Douglas Parfum möchte ich das, das, das und das. Oh Mann. Brutal! So, hier einmal dein Ja, brutal. Meine Kinder werden im Internet komplett ausgenutzt, Digga. Stark, brutal. Ich bin Single. Hast du Bock auf ein Date? Ich werd echt... Chai! Wieso ist Mert Ali da mit 9 Jahren drin? Wer hat das alte Video von dir reingeschickt, Bro? Einfach Mert Ali, Bruder, mit 9. Guck mal, wie das schon anfängt.
Das ist extra dieses Provokante ganz am Anfang, Bro, damit die Leute bis zum was Ende macht der da? Es ist so crazy, Bro. Frag, wie groß du bist. Ich bin 1,50 Meter. 1,50 Meter, okay. Hättest du denn Bock, bei uns was zu essen? Gratis? Ja, gratis. Und wenn du es bereits freust, dann gibt es nochmal 150 Euro Bar auf die Hand. Ich folge euch. Zeig mal her. Okay, super, dann komm mal mit. Mit dir gehe ich immer auf ein Date. Wie alt bist du denn eigentlich? Mach einfach, mit dir gehe ich immer auf ein Date. Du bist 1,50! Ja, ist jetzt nichts, worauf ich stolz sein sollte, aber trotzdem, Mann! Siehst du, guck mal, ich mich über den Typen ab, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Er kann nichts dafür. Er wird ausgenutzt von denen. Er bekommt ein Skript, Bruder, er liest das vor. Und ich mich jetzt über ihn ab. Versteht ihr, was das mit einem Menschen anrichtet, diese Videos? Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, Bruder? Es ist extrem cringe, walla billa. Ich hab gar keinen Bock mehr, Bruder. Ich schwöre auf alles. Ich kann nicht mehr, walla, ich kann nicht mehr. Bruder, ey, Bruder, weil das ist so eine Katastrophe, Bro. So klar ist lustig und so hin oder her, Brudi, aber ey, immer mehr habe ich das Gefühl, Leute, die zwischen 8 und 10 sind, verhalten sich wie Leute, die 12, 14 sind. Leute, die 14 bis 16 sind, schminken sich und verhalten sich wie Leute, die über 18 sind. Und Bruder, irgendwie Leute, die 22 bis 30 sind, verhalten sich wie Kinder. Bruder, ich verstehe, also wirklich, ich verstehe das nicht. Hier geht's zu Instagram, da geht's zu Multihub, da geht's zu Twitch und Bruder, ich kann einfach nicht mehr. Heidi, Heidi, ciao. Bruder, wir sind fertig mit dem Video und fertig mit den Nerven, Bruder. Ich muss jetzt erstmal was zu trinken.